So, ich... Haben wir keine Feuerpfeile mehr? Doch. Ach so, das ist anders gedacht. Ich verstehe. Gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Ja, okay, das war jetzt irgendwie relativ... Ist das euer Ernst? War jetzt irgendwie relativ simpel. Wieso dreht sich das Ding denn... Ach so, da sind Wölfe. Oh. Arme Wolfileins. Das tut mir aber leid. Werden hier gezüchtet? Ihr müsst leider verbrennen. So, nee. Wir wollen dieses komische Hirschgedöns dagegen hauen. So. Ja, Lara, genau so wollte ich das. Das war der Plan. Nochmal. Nochmal dagegen hauen und dann dreht sich das. Und jetzt kommst du auch rüber, ne? Jawohl. Sehr schön. Dingel, 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 dingel. Waffenmodifizierung verfügbar. Dingel, dingel, dingel. So. Dachte übrigens, wir hätten die Waffenmodifizierung schon verwendet. So, und wir halten uns fest. Seitlich kann man angeblich auch schneller kriechen, aber ich sehe das überhaupt nicht ein. Ich weiß gar nicht, warum ich klettern. Ich weiß gar nicht, warum ich mich hier so beeilen soll. Immer diese Stressgesellschaft, ne? Wir haben doch alle Zeit der Welt, ne? Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie durchrushen müssten. Weil wenn ihr auf der Straße Leuten begegnet, irgendwo im Park, die dann langsam spazieren gehen, geht ihr auch nicht zu denen hin. OMG, gehst du langsam? Du kannst auch sprinten mit Shift. Denkt man sich so. Ja, genau. Das ist die Gamerschaft von heute. So. Vielleicht will man ja einfach nur die schöne Landschaft genießen. Hier mit den Knochen überall und so. Ist hier irgendwas? Oder? Nee, komm. Da habe ich keinen Bock drauf jetzt. Lass mal lieber rausgehen, wo es hell ist. Wurzel, Wurzel. Barackenstadt. Waren wir hier nicht schon mal? Ja. Klar waren wir hier schon. Wo müssen wir denn hin? Verlassen Sie den Wald durch die Wolfshöhle. Nun, das war anscheinend jetzt richtig oder nicht richtig. Weiß es gar nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Also, das ist doch eine Wolfshöhle hier, oder? Ich hoffe es. Stell dir mal vor, das war, ist jetzt alles falsch. Bist du da, Lara? Alex, nee, es kann es ja nicht sein. Versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Fangt schon mal ohne mich an. So, und runter hier. Und hier hatten wir ja alles geklärt. Eigentlich. Wir müssen... Wo müssen wir denn lang? Boah, so viel Zeug noch nicht gefunden. Finden Sie einen Weg hinunter zum Strand. Ja. Boah, diese Karte. Wie man hier rudern muss, dass man sich auf dieser Karte überhaupt mal bewegen kann. Ja, ein Weg runter zum Strand. Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Vielleicht da lang. Sieht irgendwie nach runter aus. Gucken wir mal, ne? Ach, die Geschichte. Das ist das mit der Seilbahn. Ich weiß, was passiert. Ich weiß genau, was passiert. Ich habe heute Nacht von der Seilbahn geträumt.
Das kann kein Zufall sein. Gleich ist wieder Sodom und Gomorra. Wette mit euch. Um zwei Gummibärchen. Weiter, weiter. Transportgondel. Bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Quengelkinder. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Yay. Ach so, ich habe übrigens immer noch keinen Outfitwechsel gemacht. Ich glaube, ich werde es bis zum Ende des Let's Plays vergessen. Es tut mir leid. So, boah, bitte sag nicht, dass jetzt wieder irgendwelche Typen... Geil, ist das ein Schiff? Die mochten es luftig und windig, offenbar. So. Jetzt können wir hier weg. Yay! Ja, wir haben fast eh volle Munition. Wer hier hoch? Müssen wir hier hoch? Offensichtlich, ne? Yay. Geil. Die mochten es echt luftig beim Schiff bauen oder reparieren oder was auch immer. Es ist zu ruhig. Ja. Manche beschweren sich, dass es zu laut ist. Manche beschweren sich, dass es zu ruhig ist. Man kann es aber auch keinem recht machen. Hi. Nun. Ja. Wir... Danke dafür. Wir brauchen... Nein! Wir brauchen... Ja, irgendwie ist die Pistole kaputt oder so. Die macht komische Geräusche. So, nachladen. Zack. Nein, nein, nein. Sie hat mir den Kopf geschossen. Hauptsache, ich kann noch brüllen. Oh. Da runter und sind sie um. Nicht nur so, nee. Leben. So, nachladen. Nicht vergessen. Au, au. Was ist das da? Au, au. Ja, ist ja gut. Scheiße. Jetzt müssen wir uns erstmal regenerieren, sonst sieht's gleich schlecht aus. Oh, super. Wie sie sich gerade selbst weggeballert haben, weil der Molotow-Cocktail hängen geblieben ist. Boah, mit der Pistole komme ich ja irgendwie nicht so gut klar. So. So, und da haben wir wieder was. Da. Und wieder einer. Boah. Irgendwie schade, dass man die Pistole kaum noch hört. So, weg. Oh, wie viele kommen denn da noch? Was ist denn mit euch, Kollegen? So, war's das jetzt, oder? Nee, immer noch nicht. Krass. So, was passiert jetzt? Oh nee. Hä, wieso bist du aus der Deckung gegangen? Alter. Titanic! Ach so. Ich dachte gerade, bitte. So, da sollten wir vielleicht.
Ja. Weiter klettern. Gut, dass der Typ mich zielen kann. Halt still. Okay. So, weiter geht's. Wir müssen irgendwie an den Rand. Und jetzt? Wie sie diese Sachen auch so konstruieren, dass sie auf jeden Fall alle runterfallen und kaputt brechen können. Das ist ja wie bei modernen Elektrogeräten. So, Och, komm schon. So, jetzt mal gut. Nee. Was? Umschalt. Ach so. Okay. Na, wenn sonst nichts ist. Yay. Die spaßigste Rutsche der Welt. Und loslassen. Oh nee. Ich wollte gerade sagen, gleich hängen wir uns, spießen wir uns wieder auf oder so. Das mit dem Fluss musste unbedingt nochmal sein. Weil das gut war, weil ihnen das gefallen hat oder so. So, weiter geht's. Wir sind aus der Gefahrenzone. Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Ja, ja. Die haben den Bus genommen. Den hast du nur verpasst. So. Geschafft. Wo sind sie? Die bereiten nur eine Überraschungsparty für dich vor. Weil denen ist ja langweilig. Die haben hier sonst gar nichts zu tun. So, das ist der Strand. Das ist irgendwie das letzte große Gebiet, an das ich mich erinnern kann. Also das frei begehbare Gebiet. Und bin gespannt, wie lange wir dafür brauchen werden. So, ein Feuerchen. Wir haben dich hier schon häuslich eingerichtet. So, wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Überlebensupgrades. Töten Sie Feinde auf kurzer Distanz. Benutzen Sie das Gewehr auf kurzer Distanz. Ja. Rotflintenexperte, Pistolenexperte, Bogenexperte. Nee. Kämpfer. Da haben wir, glaube ich, alles, ne? Ja. Ja, dann machen wir doch Schrotflintenexperte. Die Schrotflinte finde ich nämlich ganz gut. Ach so, das ist wieder so ein F-Move. Ja, eure F-Moves könnt ihr euch eigentlich sparen. So, Waffenmodifikation. Das wäre, Schüsse werden schallgedämpft und ihr Schaden damit leicht verringert. Nee, das haben wir gar keinen Bock drauf eigentlich. Nee, will ich nicht. Bin ich voll doof. So, wir gehen weiter und gucken nach unseren Freunden. Die sind, glaube ich, da unten. Give me Munition. Ist natürlich voll, was auch sonst. Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Das tut sie jetzt. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Ist das nicht egal? Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Schnacksohn. Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Ist ja ekelhaft.
Ist das eine Tür, die wir aufmachen können? Ja. Einfach mal ein bisschen rumgucken hier. Weiß gar nicht, warum ich das mache. Wir haben ja nicht mal mehr was zum Freischalten. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Oh. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Panir. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Das war ein schöner Text tatsächlich. So. Ja, gehen wir mal zu den anderen, oder? Wo sind sie denn? Wahrscheinlich ganz unten. Hat ja eben schon Motoren gehört. Nun, das war ich nicht. Sind die da? Wo müssen wir denn hin? Da. Achso. Falsche Richtung. Ein riesiger Anker. Krass. Und ein Geocache. 1 von 15. Ja, da ist. Da ist falsch. Wir müssen wieder hoch. Ich hätte jetzt gedacht, die wären unten am Strand. Hinter der Hütte habe ich noch nicht geguckt. Nun, ich war genau dort gerade. Naja. Kann ja mal passieren, ne? Hey, meine Süße. Oh, Bitch kuscheln. Alex wäre jetzt bestimmt auch gerne hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance, er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen's versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilf doch Jonah da drüben. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. So, und da ist das total tolle Wiedersehen auch schon wieder vorbei. Wir müssen nämlich weiter. Und nach einem Flaschenzug suchen. Und das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Es leckt auch gerade krass rum und ich weiß nicht wieso. Bis dahin. Ciao.